Und weiter geht's bei Hidden Dimensions Xyth. Letztes Mal lief's nicht ganz so gut mit den Kaniern. Ich hab's aber auch falsch gespielt, muss ich zugeben. Na gut, dann probiere ich es später halt. Jetzt möchte ich erstmal die Xyloxi ausprobieren. Mal gucken, was die so haben. Im Übrigen sind jetzt wieder ein paar Tage verstrichen, so dass ich gleich auch nochmal kurz den Daily Slots besuche. Was haben die denn hier so? Die haben anscheinend sehr interessante Taktiken. Dieses Schiff hier zum Beispiel zum Angreifen überhaupt nicht geeignet, aber es zerstört Schiffe, die dieses Schiff beschädigen. Aha, die haben sehr interessante Schiffe. Ich hatte zu viele Strukturen drin. Deswegen habe ich auch nicht Schiffe auf die Hand gekriegt. Also achte ich jetzt mal drauf. Ich packe jetzt mal ein paar mehr Schiffe rein. Was kann der denn hier? Der bringt auch Energie. Ich weiß aber nicht, ob der so gut ist. Der kostet viel. Habe ich so einen? Was bringt der denn? Aha. Ja, ich bin jetzt hier die ganze Zeit am Lesen, deswegen bin ich ein bisschen ruhiger. Das wird dann im eigentlichen Spiel besser. Der ist doch interessant. Packen wir den doch zweimal rein. Und was kann der? Den kann man auch einmal reinnehmen. Nee, den traue ich mich jetzt nicht. Und den nehme ich auch noch mal rein. Und dann vielleicht noch eine Struktur. Was haben wir denn hier so für Strukturen? Die haben einiges an Strukturen. Oh, die muss ich auf jeden Fall reinnehmen. Die ist sehr gut zum Trollen. Und die nehme ich uns, das reicht an Strukturen. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht schon bisschen Damage. Und der ist auch gut. Damit belasse ich es jetzt erstmal. Ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, dass ich schon fast wieder zu viel mache. Jetzt packe ich die Daily Slots natürlich erstmal in den Anfang. Okay. Die mache ich dreimal jetzt. Das war das erste Mal. Jetzt kriege ich wieder was für die Menschen. Eine Struktur. So eine Standardstruktur. Und von den Technomancern, von denen habe ich ja noch gar nichts, aber das sieht nach einem brauchbaren Schiff aus. Also von denen habe ich noch nichts gespielt. Irgendwann werde ich die Kampagne auch noch anfangen. Jetzt mache ich erstmal einen Quick Fight gegen einen schwachen Gegner. Versuche ich mal gegen einen schwachen Berserker zu spielen. Und hoffe, dass ich das überlebe. So, ja, ich habe das Xyloxi-Deck. Das ist ja alles ganz richtig. Hoffen wir, dass das jetzt besser läuft. Also ich hoffe es natürlich besonders. So, der bringt Energie. Die bringt Energie und Leben. Die bringt Energie. Und
Und die ist auch immer gut zu haben. Okay, ich nehme das jetzt mal als Hand. Ich habe die erste Runde. So, jetzt weiß ich nicht, der increases HP, okay. Boah, jetzt habe ich jetzt schon einen Vorteil, der sich sehen lässt. Sehen lassen kann. Das einzige Schiff, das ich spielen kann, ist dieses hier. Wobei, ich benutze jetzt mal den Data Crystal. Okay. So, was macht mein Gegner? Okay, er scheint angreifen zu wollen. So, das war jetzt die Stärke meines Sparks. Okay, das kann ich auch zerstören, wenn ich möchte. Gut, ich habe 5 Energie. Die könnte ich jetzt auf diesen hier verwenden. Der mir wieder viel Leben gibt. Okay, die Rasse gefällt mir bis jetzt. Und der kann jede Runde 3 Damage machen. Allerdings verliert er dabei an Wert. Aber er macht außerdem 7 Schaden. Er kostet ein bisschen weniger, aber er bringt mir Leben und er kann reparieren. Den bringe ich dann in der nächsten Runde. Ich habe 100 Leben, ey. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Das ist der, den ich nachträglich noch reingepackt habe. So, dann werde ich jetzt mit dem hier blocken und den hier verwenden. Der hat jetzt natürlich einen schlechten Angriff und der wird auch wahrscheinlich nicht lange überleben. Vielleicht wäre es besser gewesen, mit dem zu blocken. Ich verwende mal den Effekt von ihm. Und damit lasse ich es auch erstmal so bewenden. So ein bisschen Schaden habe ich gemacht. What? What? Oh, jetzt ziehe ich den gleich nochmal. Na gut, dann ziehe ich den halt nochmal. Es wirft mich jetzt nicht so stark zurück. Der bringt mir nicht viel. Ich hoffe, dass der bald kaputt gemacht wird. So, was haben wir hier? Oh, noch ein Reparierer. Das ist eine gute Kombination. Dann kann ich in der nächsten Runde, wenn er dann noch steht, ihn reparieren. Ah, noch einen. Oh, er macht ihn kaputt, das ist natürlich. Das brauche ich jetzt noch nicht, das behalte ich auf der Hand. Ihn könnte ich jetzt spielen. Und mit ihm repariere ich ihn. Was kann er noch? Er kann Damage machen. Den packe ich wieder aus dem Deck, der ist nicht so toll. Gerade bei meinem Spielstil. Ich habe das eigentlich bei Kartenspielen ganz gerne, dass ich alles, was ich so auf der Hand habe und verwenden kann, das benutze ich dann auch. Der Spark gefällt mir auch deutlich besser. Ja, der ist bald down. Muss ich sonst noch irgendwas reparieren? Na, das sieht so eigentlich in Ordnung aus. Ja, warum bin ich jetzt wieder im Startmenü?
weil der zweite Teil meiner Aufnahme schon wieder abgekackt ist. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt ständig die Aufnahmen wegzulassen, die nicht ganz vollständig sind. Deswegen lade ich das jetzt mal kurz so hoch. Das ist sehr ärgerlich. Ich habe das Match übrigens gewonnen. Deswegen fühle ich mich auch ein bisschen verarscht. Die zwei Matches, die ich gewonnen habe, wurden nicht aufgezeichnet. Also beziehungsweise nicht vollständig. Was mich ziemlich ärgert. Ich versuche ein bisschen über das Problem rauszufinden. Ich habe keine großen Hoffnungen, dass ich die Datei wiederherstellen kann. Also lasse ich das jetzt einfach mal erstmal so. Ja, ärgerlich. Aber in der nächsten Folge geht es dann mal weiter. Die Xyloxy übrigens gefallen mir verdammt gut. Ich werde am Deck noch ein bisschen rumschrauben. Und die dann wahrscheinlich später als Hauptrasse spielen. Also wenn es so bleibt, wie es momentan aussieht, werde ich die als meine Lieblingsrasse angeben, wenn ich gefragt werde. Naja, so viel dazu erstmal. Schönen Tag noch.